Hey Leute und willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Wir haben die Mission, Pierre zu retten. Wir müssen aber ganz kurz hier einmal einen Zwischenstopp in einer Dimensionsspalte machen. Spalte eigentlich für mich, aber... Wurden alle Versaile vom gleichen Ort eingesaugt? Oder kamen sie von verschiedenen... Oh, mein Hirn fängt an zu qualmen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier gerade mal die Möglichkeit, noch eine Dimensionsspalte zu öffnen. Oh. Ich wollte gar nicht so weit. Ich wollte gerne da vorne hin. Das war nämlich, da gab es nämlich noch was zu holen. Oh. Oh. Ja, Ach so, das ist das Ende. Jetzt verstehe ich. Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier tatsächlich so lang. Aber ihr wisst Bescheid, wir nehmen natürlich alles mit. Wir brauchen nämlich ganz hart Schrauben. Oh, ich drücke jetzt mal links immer falsch. So, wo müssen wir denn hin? Können wir das da auch kaputt machen? Ja. Hilft aber nicht, wie ich sehe. Ah, kommen wir nicht bis da dran? Nee, dann müssen wir tatsächlich nochmal ganz kurz den Blaster nehmen. Und mal das kaputt machen. Das da dürfen wir, glaube ich, nicht kaputt machen. Da müssen wir nämlich gleich wieder rückwärts zum anderen. So. Das heißt, das hätten wir kaputt machen können da. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch dran. Ey, kommen wir da noch dran? Schaffen wir das? Ja. Okay, sehr cool. Hilft uns zwar nichts. Aber dann haben wir das auch schon mal geschafft. Sehr schön. Finde ich sehr, sehr gut. Freut mich sehr. Alles mitnehmen und uns gleich natürlich auch noch das Rüstungsteil dort holen. So, was haben wir denn hier für Tolles? Aua. Was ist es? Was ist es? Captain Starshield, die Schuhe. Schauen wir... Oh, falsche Taste. Die schauen wir uns doch direkt mal an. Ich glaube, Captain Starshield waren auch die Sachen, die ich gerne haben wollte. Nahkampfschaden. Ach so, nee, das ist Captain Starshield. Das ist Schutzsub, was wir hier haben. Okay. Roboter, Carbon Deluxe, das scheint auch neu zu sein. 10% mehr Bolts ist auch gar nicht verkehrt. Müssten wir eigentlich mal so uns anschauen. Roboterverkleidung, Lombax. 10% Raritanium, Captain Starshield. Ja, das waren die neuen. 20% XP finde ich eigentlich echt nice. Aber wir nehmen... Schau mal, wie sieht es denn aus? Carbonox Deluxe bringt uns eben mehr Bolts, die wir tatsächlich gerade dringend brauchen. Raritanium finde ich aber eigentlich auch sehr nice. Vielleicht sollten wir aber 20, 20, 20. Mehr XP ist schon ziemlich cool, wobei wir natürlich auch jetzt nicht unbedingt Probleme haben mit XP. Schwierig. Plus 10%. Ich weiß halt auch nicht, ob wir 10% pro Teil bekommen dann oder 10%, wenn wir beide anhaben. Genauso bei dem anderen mit den 20%. Also das finde ich sieht auf jeden Fall schon mal cooler aus, aber von Carbonox nehmen wir vielleicht nochmal die Schuhe. Ja. Finde ich gut. Sehr, sehr gut sogar. So. Alles in die Luft jagen, was es gibt. Da rein. Was haben wir hier noch für eine Schatzkiste? Kommt denn da diesmal was raus? Hallo? Ne, hier können sie nicht mal kaputt machen. Toll. Alles nur Deko hier. Okay. Ja, aber dann haben wir das doch erledigt. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Sieht ja echt cool aus mit diesen ganzen Schiffen hier. Die hier so sonst wie rumfliegen. Oh, da. Das nehmen wir noch mit. Ja, ja, kommt ihr? Kommt ihr? Ja. Okay, so, dann also hier raus.
Ich sehe schon, wir müssen wieder kämpfen. Ey. Sprinkler, Sprinkler. Unterstütze mich. Was soll ich denn? Das. Da haben wir wieder Muni. Ey, wird nämlich eingesprinkelt. So, aber das gibt uns also nochmal Schrauben. Finde ich okay. Boom. Nochmal Sprinkler bitte. Was haben wir denn? Querschläger müssen wir auch noch viel häufiger benutzen. Die lasst mich alle in Ruhe. Hier ist nochmal mein Sprinkler. So, und Querschläger. Oh, sind die schon tot? Deswegen hat das mit dem Querschläger nicht so gut funktioniert, glaube ich. Ja, aber das hat sich doch auf jeden Fall nochmal gelohnt. Dafür würde ich ja glatt nochmal da reingehen. Oh, gibt's hier noch was? Kann ich da schwimmen? Kann ich, aber es scheint nichts zu geben. Sagt die Karte noch was? Nee. Okay, schade. So. Das heißt, wir sind hier so weit durch. Haben alles mitgenommen, was es gab. Und können uns dann so langsam auf den Weg zu Pierre machen. Und ihn so in Richtung retten, weil wir so nett sind. Nein, eigentlich nur, weil wir seine Hilfe brauchen und ein paar Informationen von ihm, aber... Und ich werde nie wieder schwimmen gehen. Oh, schon wieder. Oh Gott, das ist also eben passiert. Ich habe mich eben schon erschrocken gehabt, warum wir da runterfallen. Und warum auf einmal der Boden weg ist, aber dann weiß ich ja jetzt wieso. Okay. Oh, wir haben wieder 40.000, fast 40.000 Schrauben. Das ging sehr schnell, das freut mich sehr. Ach so, wie ging denn das? Nee. Wie ging denn das? Ich weiß, dass es irgendwie ging, wie wir rennen konnten mit dem... Gut eigentlich. Oh, ganz knapp. Hat auch so gereicht. Musste auf Molonot auch gehen. Im Grunde hat es sich selbst zerstört. In der Marke. Oh. Wenn jemand Ua retten wollte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Eindringlinge, ihr haltet den Arm des Gesetzes nicht auf, ihr. Okay. So, also, was haben wir für Muni? Formschnittsprinkler ist schon wieder leer. Nehmen wir mal ein paar von euch mit. Ich bin nicht ihr. Wir retten sie. Du musst uns helfen, mit Captain Quantum zu reden. Er schützt den Booster. Piraten im Anflug. Indra, danke, Kumpel. Okay. Wir schauen uns natürlich hier nebenbei überall um. Ist ja klar, nicht, dass wir was verpassen. Ja, das wollte ich auch machen. Die Kleinen, ihr seid so fleißig. Ja, wollt ihr da mal runterkommen? Ah, keine Muni mehr. Okay, dann nehmen wir noch mal ein paar... von euch. Ihr helft mir. Ist Zorkon. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe dich doch da noch gar nicht runtergeholt. Ich wollte mal kurz mit Zorkon sprechen.
Ja, wir können nämlich hier was kaufen. Wir nehmen erstmal. Oh, was war denn Kopfgeldjäger? Das schauen wir uns mal gerade an. Kopfjäger, nicht Geld. Okay. Mit Zoom. Zielfernrohr. Ziemlich cool. Aber ich glaube, wir nehmen als erstes einmal den, weil der wäre nämlich von der Reihenfolge her auch zuerst. So. Dann können wir das nämlich auch mal nehmen gleich und testen gleich, was wir nämlich... Ja, bleib mal locker. Da können wir nicht lang, da können wir bestimmt gleich lang, aber das hier nehmen wir nochmal eben einmal mit. Natürlich. So, immer wir da sind, da wird wahrscheinlich gleich eine Story zu kommen. Okay. So. Und da? Okay. Jetzt. Ja, ja, ich bin doch gleich so weit. Ja, mal gleich. Bleib mal locker. Ich will einmal diese Sachen hier abschießen. Wie geht das denn nicht? Toll, Alpha-Band. Okay, so, wo muss ich drehen? Hier. Normalerweise würde ich Freunde nicht helfen, aber ihr habt mein Leben gerettet. Und ich bin Pierre Lefer, Gentleman extraordinär. Für eine Audienz bei Captain Phantom müsst ihr die Piratenprüfungen abfolgen. Was ist das? Eine Tradition so alt wie Grog, bei der sich alle Piraten ihre Lorbeeren verdienen. Geht zum Schädelberg, schließt die Prüfungen ab, dann findet ihr den Captain. Das ist nicht der Weg zum Schädelberg, aber ich habe gesehen, die Piraten etwas Glänzendes zum Bart transportiert haben. Okay. So. Ein echtes Schwert. Das ist also unsere neue Waffe. Ziemlich nice. Oh. Ist das schon wieder hoch? Habe ich denn? Ach, noch mehr. Ist das denn der richtige Weg? Wir haben auf jeden Fall schon mal Raritanium verpasst. Das gefällt mir nicht so gut. Da unten, wo war denn das? Ach, da drüben, oben. Wie sind wir denn, wie wären wir denn da hingekommen? Hab ich das schon wieder nicht? Das, es tut mir sehr leid. Ich muss aber einmal da zurück. Ja, wir schauen da gleich mal. Wie können wir denn da hin? Da ist eine Leiter. Okay, ja, ich sollte auf jeden Fall öfter mal nach oben schauen. Aber durchs auf die Karte schauen, haben wir es ja immerhin gefunden. So, also einen anderen Weg gab es gar nicht. Da ging es nirgendwo lang. Dann machen wir das doch nochmal hier. So. Man stirbt, wenn man sich drunter stellt. Aber ich will es immer nicht ausprobieren. So, fahren nochmal nach oben. Oh. Habe ich vergessen. Ja. Okay. Komme ich jetzt hier irgendwo hin? Naja, nicht so richtig. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Was? Haben wir unsere neue Waffe jetzt etwa nicht? Oder ist das die... Da. Gott, ich dachte schon. Oh, da wäre fast noch in seine fliegende Waffe reingelaufen. So, Raritanium, haben wir das? Zählte das? Ja. Sieht so aus. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Halte ich hier schon wieder den ganzen Betrieb auf.
Oh, gab's das eben auch schon? Vielleicht zu sehen. Noch mehr von euch. Okay. Okay, Formschnittsprinkler bitte. Und wir nehmen mal, den haben wir schon, den Querschläger müssten wir noch. Nehmen wir nochmal den Blitzableiter. So, hier haben wir noch Muni. Schauen wir mal, dass wir hier nicht wieder was vergessen. Nach oben geht es scheinbar nicht. Okay, hier auf diesem kleinen Schiff, das Schiff ist verschwunden, das heißt, wir können auch nur hier lang. Sehr schön. So. Und nehmen wir mal noch ein bisschen Bombe. Rechtmäßig geklaut, ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber scheinbar geht das. So, wo ist denn mein Sprinter? Mann, die Beute muss echt spektakulär sein. Wenn sie von so vielen Piraten bewacht wird. Ja, boah, und ach, da oben ist noch mehr. Okay, dann nehmen wir ganz kurz mal einen neuen Sprinkler. Und dann machen wir den Bohrhund. So, gesprenkelte Gegner kriegen nämlich auch Bonusschaden. Ist da noch mehr? Offensichtlich. Achso, die hätten wir ja auch mit dem anderen machen können. Wie war das mit gleich versüßen und Tag und so? So. Oh, woher kommt ihr denn? Ich sehe hier keine Beute. Vielleicht übersehen wir irgendetwas. Wahrscheinlich. Die geht nicht auf. Wo waren wir denn noch nicht? Hier rechts in der Ecke. Hier irgendwie? Ja. Was haben wir denn hier noch gefunden? Auf jeden Fall noch eine Menge Schrauben. Bisschen Raritanium. Ja, das war das, wo wir eben nicht hingekommen sind, auf der Map. So, und dann ist wahrscheinlich da vorne, wo hier so Dance-Store-mäßig was los ist, irgendwas. Ja, sind wir hier richtig? Sieht so aus. Okay, das geht wieder nicht kaputt. Das alles nicht. Hier haben wir noch was. Mami? Wie konnten Sie durch? Beschützt die Beute! Beschützt die Beute? Ach so, schon wieder keine Muni mehr.
Ach so, das ist auch schon wieder leer. Okay. Und wir nehmen mal noch ein bisschen Blitzableiter dazu. Das wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein, weil alle schon so sterben. Jetzt gehört die Schatztruhe allein uns. Was auch immer sich darin verbirgt. Gibt's hier oben noch was? Nö. Okay, diese Truhe. Oh, was ist das denn? Ein Kartomat? Klasse. Oh. Zeigt, wo sich auf der Karte unentdecktes Origami-Kopfholz. Oh. Hey, das ist ein Teleporter. Sehr cool. Wie cool. Das heißt, es zeigt mir das jetzt alles an, bevor ich da war. Das finde ich richtig gut. Und der Bolt ist... Wo ist er denn? Ja, ungefähr da. In der Luft oder unten? Da unten. Ah, auf den Kisten. Okay, wie kommen wir denn da mal hin? Das schauen wir mal. Schauen wir mal, wo kommen wir jetzt hin? Teleporter, wo sind wir jetzt? Okay, wir müssen dann wahrscheinlich... Ja, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Da schauen wir uns mal genau an, wo wir hier alles was holen können. Jetzt haben wir ja den Kartomat rechtmäßig gestohlen oder so. Also ja, weiter dann in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.